Freunde, herzlich willkommen zu dem Video. Ich habe mir neue Karten geholt. Ich habe sie hier verdeckt, seht ihr. Und wir werden jetzt hineinschauen, was ich geholt habe und reden so ein bisschen darüber. Und ja, ich glaube, es wird sehr spannend, weil ich bin mir sicher, dass viele von euch auch neue Karten sich geholt haben. Ja, und ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit dem ersten, was ich euch zeige. So, und zwar habe ich hier, tada, wir haben hier Sprigatito Velori. Viermal haben wir die Karte. Was hat es mit der Karte auf sich? Ja, ich habe schon gesagt, ich habe mir so ein bisschen den neuen Anime angesehen. Ja, ganz am Anfang die Folgen. Und da muss ich gestehen, dass Velori mich überrascht hat. Ja. Das Pokémon an sich ist mit einem sehr spannenden Charakter gezeichnet. Und mich würde es nicht wundern, ja, wenn es Velori sozusagen einmal eine der Top-Karten sein wird. Von den Illustration-Karten und vor allem, weil das ja aus dem Set Entwicklungen in Paldea kommt. Ja. Ich habe 10 Euro bezahlt pro Karte. Ich weiß nicht, was der Stand jetzt ist der Karte, ob das noch umgegangen ist. Ja, wahrscheinlich kostet es noch 10 Euro, aber für mich persönlich eine sehr gelungene Karte, die ich lange übersehen hatte, bis ich sozusagen ja, den Anime gesehen habe. Jetzt sind wir hier 40 Euro. Nichts Aufregendes, ja. Aber ihr wisst, es könnte eine Elite-Box sein für 40 Euro oder hat das halt viermal eine eigentliche Top-Karte. So. Das nächste auf der Liste ist, wir haben hier Arbok viermal. Ich habe so 5 Euro bezahlt. Paradox Swift Illustration bei Karte. Oder Temple Forces, hoppala. Temple Forces natürlich. Da habe ich mich verschaut. Und ja, natürlich ist das was Spannendes. Ich glaube, die Karte an sich mit dem Arbok drauf, mit dem Mond, könnte unterschätzt sein. Ja, könnte sein, dass die Karte mal auf die 20 hochgeht, 25, 30. Würde ich gar nicht ausschließen, weil ja 151 natürlich, ja, die ersten Pokémon, haben wir schon einige gesehen, die nach oben gingen. Da dachte ich mir, hey, für 5 Euro hole ich mir schnell ein Schnäppchen, 4 Stück. Und es passt schon. Ja. Das ist mal das. Und dann habe ich wieder etwas aus dem Set Entwicklungen in Paldea geholt. Und zwar haben wir hier Jiu EX. Was hat es eigentlich mit denen hier auf sich? Ja, also diese Special Illustration Pokémon aus dem Set sind ja quasi die vier Übel. Ja. Und die Geschichte ist sozusagen, es gab 4 Gegenstände. Und diese 4 Gegenstände haben sich dann in Pokémon weiterentwickelt. Und das sind die 4 Übel, sagt man. Ja. Und Jiu EX ist sozusagen eine Murmel gewesen, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und ja, ihr seht ja, es gibt einen mit einem Krug, einen mit einem Schwert und eine Schnecke gibt es auch. Wobei ich nicht weiß, für was die Schnecke steht. Ja. Aber an sich, die Karte hat, finde ich, das schönste, den schönsten Holo-Effekt, ja, wir haben ja gerade ein Feuer-Pokémon, welches eigentlich im Wasser schwimmt. Ich finde auch die Aufnahme ist sehr gelungen und ja, man hatte schon ein bisschen gesehen bei der Karte, dass es nach oben gegangen war. Ja, dass Leute sagen, ja, die Karte ist eine besondere Karte aus dem Set sozusagen. Ja. So, das war mal das und jetzt habe ich noch eine Top-Karte, die ich mir geholt habe. Ja, aber ich will vor allem etwas besprechen. Und zwar hatte ich ja geholt das Galoppa. Und siehe da, ich dachte, die Karte wäre in gutem Zustand. Bis auf das, dass sie oft gesendet ist. Und ich wurde quasi verarscht. Ich bin quasi, ja, weil ich naiv war, habe ich nicht genau gesehen auf die Karte, wie der Zustand war. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass die Karte sozusagen, ja, einen Knick hat, ja, was mich eigentlich schon ärgert. Ich habe 40 Euro bezahlt für die Karte und mit dem Knick würde ich sagen, ist die Karte vielleicht ja, 20 wert. Ja, mein, um die 20 Euro geht es mir jetzt nicht, aber es geht einfach darum, dass ich die Karte jetzt habe und die Karte ist in, nicht in Zustand, der eigentlich beinahe würdig ist. Ja, aber wer will schon eine Karte mit Knick haben, aber eine moderne Karte. Ja, wenn es eine Vintage-Karte ist, wie hier, so ein Klurk, sage ich okay, aber ihr wisst, was ich meine.
So. Aber jetzt kommen wir zu den besten oder den besten einen teuren Einkauf, und zwar haben wir hier das Gwaiutsu, ja, EX. Und ihr wisst, ich hatte die Karte schon zweimal auf Englisch. Ich habe jetzt gezahlt, so mit Porto alles eingerechnet, 330 Euro für die drei Karten, ja, zusammen. Und ja, hat sich mittlerweile schon gelohnt. Ihr seht ja, bei der deutschen Version, die habe ich jetzt nachgekauft, weil die englischen auf über 200 gegangen sind. Ich habe die englischen noch für einen 100er geholt, quasi. Gleich bei Release habe ich es mir geholt, weil ich mir dachte, dass das bei dem Set eine der einzigen Karten ist, die sammelbar ist, ja, mit dem Hintergedanken, dass Greninja eine seltene Karte, da gibt es Pokémon, ist plus die Promokarte von Greninja kommt, und die Promokarte hatten einige geschrieben, wenn die kommt, dann wird dieses Greninja einbrechen. Nee, es war anders. Ja, also Greninja ist noch weiter nach oben gegangen, weil Leute anscheinend jetzt beide Karten haben wollten. Also es ging jetzt noch mehr Aufmerksamkeit auf die Karte. Und ja, ich habe es jetzt dreimal, und ich ärgere mich, dass ich es mal nicht sechsmal geholt habe. Ja. Aber ich habe ja erzählt, die wurden auch storniert. Ja, weil die Englischen sind in recht gutem Centering, ja, was auch sehr schwer ist. Und das Deutsche ist hier in schlechtem Centering. Aber ich habe gesagt, 100 Euro hole ich mir das Ganze. Und ja, ich bin jetzt gespannt. Jetzt haben wir die erste wirklich teure Karte aus der Kamezin und Purpur-Ära. Und wenn wir es so ein bisschen vergleichen, ja, mit Giratina beispielsweise, ja, ich glaube, Greninja wird eventuell auch eine Karte sein, die auf 300, 400 Euro sich dann stabilisieren wird. Ja, weil Giratina, ich finde, ist ein guter Vergleich. Ja, weil in Lost Origin ist es ja ähnlich. Eine Top-Karte, sauschwer zu ziehen. Greninja hat eine ähnliche Pull-Rate wie das Giratina. Von dem her finde ich den Vergleich eigentlich recht passend. Ja. Aber gut, das waren so meine Einkäufe, und ja. Schreibt mal rein, was ihr euch so geholt habt. Habt ihr euch was geholt? Holt euch Schwert und Schild, holt euch Kamezin und Purpur. Und dann wartet ihr aufs nächste Jahr. Ja, auf die nächste goldene Ära in Pokémon.